Ranja und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte. Und zwar, Achtung, ich wurde als Meerjungfrau geboren. Ungefähr der Traum von jedem einzelnen Mädchen auf dieser Welt. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als ich dieses Video entdeckt habe. Was natürlich, also wenn das frei erfunden ist, da weiß ich auch nicht mehr. By the way, falls ihr euch fragt, was ich trage, dies hier ist mein niegelnagelneuer Merch. Falls ihr Interesse an Merch habt, schaut unbedingt... beim ersten Link in der Infobox vorbei. Ansonsten einmal hier eingeblendet. Ich habe eine neue Merch-Website, also nicht wundern, das ist jetzt ein anderer Name. Und ich habe zwei Designs. Einmal dieses hier mit den zwei Kätzchen, die mit den Schmetterlingen spielen. Super frühlingshaft, super süß. Und weil natürlich nicht nur Frühling ist, sondern auch Ostern, gibt es noch dieses Osterdesign mit dem kleinen Hasen. Prinzessin-Mädchen, was ich auch super niedlich finde. Und genau, das ist limitiert. Das könnt ihr nur bis Ostern bestellen. Also bis Ostersonntag, also an dem Tag selber, könnt ihr das bestellen. Danach ist das für immer weg. Also zuschlagen lohnt sich, schnell sein lohnt sich. Und dann könnt ihr euch das vielleicht zu Ostern wünschen oder etwas so. Okay, dann gucken wir jetzt aber, wie ich als Meerjungfrau geboren wurde. Vor meinen Augen wurde alles dunkel. Okay. Ich versuchte einen letzten Atemzug zu holen. Meine Lungen füllten sich mit Wasser. Das scheint das Ende zu sein. Das letzte, woran ich mich erinnerte, wie ich langsam auf dem Boden des Pools sank. Ich wollte nur Aufmerksamkeit, weil meine Eltern sich seit meiner Kindheit nur mit sich selbst beschäftigten. Ich träumte davon, Millionen von Followern zu haben. Aber ich habe in den 3 Jahren kaum die 100 geknackt. Mich einfach ab. Aber gut, wir tun einfach mal so, als wäre es okay. Bekommen und hatten nicht genug vom Leben. Aber ich werde es auch ohne sie hinkriegen. Ich habe ständig Trends beobachtet. Und da war so eine YouTube-Show, auf die ich gestoßen bin, über Menschen mit Superkräften. Als ich den Account des Gewinners sah, Fire Girl, fiel mir die Kinnlade fast runter. Sie hielt Feuer in ihrer Hand und verbrannte nicht. Fire Girl hatte in ein paar Tagen 1 Million geknackt. Dann entschied ich mich für eine Superkraft. Kann sich nicht einfach für eine Superkraft entscheiden. Ich kann auch nicht einfach sagen, ich bin Fire Girl. Ich meine, hau. Das geht nicht einfach, ja? Kann sich einfach Feuer und dann, Feuer ist weg. So funktioniert das nicht, ja? Du kannst nicht einfach anfangen, eine Superkraft zu haben. Werde ich bekannt. Die ganze nächste Woche habe ich mir alles Mögliche ausgedacht. Feuer zog in meinen Ärmeln versteckt. Ich habe versucht, den Tisch zu brechen, aber nichts hat geklappt. Ja, Mädchen! Jo, deine Teenager-Tochter ist einfach nur so, Mann, Mama, Papa, wieso habe ich keine Million Follower auf YouTube? Das ist so gemein, das Leben ist so ungerecht. Von welcher Kraft sprechen wir eigentlich, wenn ich die ganze Zeit nur in der Schule sitze? Und ich meine, was wäre denn das für eine Superkraft? Wäre das nicht eher so ein Karate-Ding, wenn du den Tisch zerbrechen kannst? Trainingkampf. Das war's. Schwimmen. Ich konnte das Wasser nicht kontrollieren. Schwimmen aber was wäre, wenn ich eine Meerjungfrau werde? Ich kaufte verschiedene Stoffe und nähte mir schnell einen Schwanz. Und danach postete ich einige Videos mit einem Bild, wo ich eine Meerjungfrau bin. Aber ich habe nur Hass in den Kommentaren abbekommen. Na, so leicht gebe ich nicht auf. Ich sagte, im Salzwasser, da bin ich eine Meerjungfrau. An Land war ich eine normale Person. Ich habe beschlossen, ein Video zu machen. Jemand hat H2O plötzlich Meerjungfrau geguckt? Um es zu beweisen. Ich ging zum Pool in der Nähe meines Hauses. Aber sobald ich meinen Schwanz anzog und filmte, wie ich ins Wasser Salz hinzufügte... Nein, oder? Im Salzwasser bin ich eine Meerjungfrau. Jeder Normale denkt, sie fährt ans Meer. Aber sie nimmt Salz und kippt es in ihren Pool. Es ist da einfach salziges Chlorwasser. Wer ist da? Die Eltern sind doch irgendwie bei einer Party am Wochenende. Plötzlich stürmte ein Typ rein mit einer Kamera. Es ist nicht mal ihr Pool. Als er mich sah, klatschte er vor Freude. Was? Er sagte, er sei der Regisseur dieser Show über Übermenschen. Was? Wow. Er hat meinen Kanal gesehen und beschloss, einen Livestream zu machen. Über das Leben einer Meerjungfrau. Livestream? Jo, ich habe so viele Probleme mit dem Ganzen. Entweder das hier ist nicht ihr Pool und sie ist bei irgendjemandem eingebrochen und schwimmt jetzt in dessen Pool, nimmt Salz mit, kippt es in den Pool. Dann hast du den Regisseur von dieser Show, der fährt in das Haus von einem Teenager, ohne sich anzukündigen, ohne dass ihre Eltern da sind, dringt in das Grundstück ein, meldet sich nicht, klingelt nicht, macht nichts, kommt rein mit einer Kamera, okay? Das ist ein minderjähriges Mädchen und das ist ein erwachsener Mann, der da kommt, um ihre Superheldenkräfte zu finden. Ich denke nicht. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Der Regisseur fuhr ich fort. Ich will einen Livestream eine Woche machen. Live und du wirst wie Fire Girl sein, Schatz. Du Was bist heißt? Doch eine echte Meerjungfrau. Nicht wahr? Beweise es dem Publikum. Und ich hasse ihn. Ich habe mir schon die Millionen Abonnenten vorgestellt. Und sofort stimmte ich zu. Oh nein. Aber als der Regisseur ging, wurde mir klar, ich bin verrückt. Wie soll ich das beweisen?
okay, pass auf. Das Publikum, du musst es nicht beweisen. Was du brauchst, ist ein Schlosser. Und der wechselt das Schloss in deinem Hof aus. Jede meiner Bewegungen sehen. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Und habe mich entschlossen, alles im Voraus vorzubereiten. Als die Crew ankam, war ich schon im Pool. Der Regisseur war begeistert vor den Tricks im Wasser. Aber der zottelige Kameramann Rick sah mich nur finster an. Aha. Und dann sagte der Regisseur, es sei notwendig, dem Publikum etwas Einzigartiges zu zeigen. Ich musste demonstrieren, wie sich meine Beine in den Meerjungfrauenschwanz verwandelten. Ich bin doch eine. Ich bin ja nicht ein Mädchen im Anzug oder so. Geriet ernsthaft in Panik und antwortete, dass ich müde sei. Könnten wir das vielleicht morgen machen? Ich bin doch nicht ein Mädchen im Anzug oder so. Der Regisseur stimmte widerwillig zu und ich war erleichtert. Was ist denn da los? Es war Zeit zum Nachdenken. Aber der Kameramann Rick zischte, dass er jahrelang auf dieser Show arbeitet und weiß genau, es gibt keine Wunder. Ich lüge. Ich spürte, wie mir Schauer über den Rücken lief. Wollte er mich damit einfach leeren lassen? Ich war den ganzen Abend lang unruhig. Was ist denn mit der Übersetzung? Wie konnte ich beweisen, dass meine Beine sich zu einem Schwanz verwandeln? Und um Mitternacht hatte ich eine Idee. Okay. Am Morgen stand ich auf, vor allen anderen, und klebte meinen Schwanz an die Poolwand. Ich wollte nur, dass alles klappt. Die Dreharbeiten begannen bald. Mit zitternder Stimme sagte ich, ich würde jetzt zeigen, was noch niemand gesehen hatte. Wie meine Beine sich in einen Schwanz transformieren. Ich setzte mich an den Rand des Pools und senkte meine Beine über den Schwanz. Sei ruhig. Hauptsache, alles ordentlich zu machen. Ich stieg gleichzeitig in den Schwanz, während ich ins Wasser fiel. Ich hab's! Aber es war zu früh, um sich zu freuen. Mir wurde klar, dass ich mich nicht bewegen konnte. Der Schwanz blieb am Rand hängen. Mist! Ich zitterte zusammen. Das Geräusch eines zerrissenen Stoffes. Das muss jeder gehört haben. Aber der Regisseur klatschte nur in die Hände. Als hätte er nichts bemerkt. Den ganzen Tag starrte Rick mich an. Und am Abend sagte er plötzlich, er habe gehört, dass Meerjungfrauen eine wunderschöne Stimme hätten. Ich müsste singen fürs Publikum. Zu meinem Entsetzen griff der Regisseur diese Idee direkt auf. Ich musste morgen alle mit meinem Gesang bezaubern. Bezaubern? Was ist denn mit dem über... Ich hasse es. Es ist immer jedes Mal... Ich treffe keine einzige Note. Nach den Dreharbeiten, als alle gingen, nahm ich direkt meinen Schwanz ab. Verdammt, alles zerrissen. Ich eilte ins Zimmer und fing an, den Schwanz zu nehmen. Das hat keiner gesehen, das ist niemandem aufgefallen, dass dieser täuschend echte Meerjungfrauen-Stoffschwanz, den sie da ja gezaubert hat, dass der zerrissen ist? Das ist keinem aufgefallen, nein? Nein. Niemand sollte das sehen können. Dann habe ich angefangen, im Internet zu surfen. Es war nach Mitternacht, als ich meine passende Stimme gefunden habe. Ich zog die Lautsprecher aus dem Wohnzimmer in den Hinterhof. Du singst nicht mal selber, du machst das mit Lautsprechern, weil das ja zum Glück niemandem auffällt. Ich synchronisiere meine Lippen mit dem Song. Ich öffnete meine Augen von einem Klopfen an der Tür. Verdammt, ich habe vergessen, den Wecker zu stellen und habe verschlafen. Sonst bin ich immer aufgestanden, bevor die Crew da war, um immer den Schwanz anziehen zu können. Und jetzt waren so viele Leute schon im Hof. Ich rief den Regisseur zu, dass ich mich nur kurz aufwärme, es dauert einige Zeit. Und beeilte mich, um den Schwanz zu suchen. War er nicht seit gestern in der Wäsche? Verdammt! Ich stürmte ins Bad und öffnete sofort die Waschmaschine. Da war aber nichts. Ich hatte Panik. Wer hat meinen Schwanz gestohlen? Oh, wahrscheinlich dieser Rick. Ich ging zurück in mein Zimmer und... Also das heißt, die Leute können jetzt auch einfach in ihr Haus rein. Die ganze Situation ist so beunruhigend. Ich schrie fast vor Verzweiflung. Leb wohl, mein Traum von Ruhm. Aber dann fiel mein Blick auf den Balkon, auf dem die Sachen trockneten. Mein Herz blieb fast stehen. Unter der Bettwäsche. Da heißt mein Schwanz. Ach, ich erinnerte mich, dass ich selbst ihn dahin gehängt habe. Aufgrund des Schlafmangels habe ich schon vergessen. Jetzt war notwendig, irgendwie alle schnell zu machen. Und ich den Schwanz zu mir nahm. Ah! Ich schaute unter meine Füße und sah einen Kieselstein. In der nächsten Sekunde flog der Stein direkt. Es macht keinen Sinn. Happening Nummer 1, Meerjungfrau. Happening Nummer 2, Firegirl. Happening Nummer 3, sie versucht den Tisch kaputt zu hauen. Happening Nummer 3, einmal steht eine Fernsehcrew vor ihrer Tür. Happening Nummer 4, ein Kieselstein. Im nächsten Moment, der Kieselstein fällt nach unten. Was ist denn das für eine Geschichte? Hallo! Ins Stativ, der unter dem Balkon stand. Die Kamera fiel mit einem Grollen zu Boden. Während das Team die Ausrüstung hastig einsammelte, riss ich meinen Schwanz... Ein Kieselstein, eine Kamera jetzt langsam reicht's. Dann rannte in den Hof, sprang mit ihm ins Pool. Ich versuchte, die Aufregung zu verbergen. Ich holte die Fernbedienung, die ich in den Flossen versteckte, und schaltete die Lautsprecher ein. Ich tönte über den ganzen Hof. Ich öffnete meinen Mund für das Lied und selbst für eine Sekunde glaubte ich, dass ich das singe. Aber plötzlich verstummte einer der Lautsprecher. Ich erstarrte und fühlte, wie das Herz aus meiner Brust sprang. Das Team sah mich mit Vorfreude an. Doch dann hustete ich und sang den Satz selbst. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber der Regisseur applaudierte mir.
Das ganze Team. Der Regisseur sagt, er habe noch nie mehr Jungfrauen gesehen. Aber nach meinem Auftritt gab es keine Zweifel. Ich bin eine echte. An dem Abend, als das Team anfing, Dinge zu packen, kam Rick auf mich zu. Er grinste und sagte, es würde bald vorbei sein. Aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Was will er? Dann erklärte er, dass ich am letzten Tag das wahre Leben einer Meerjungfrau zeigen soll. Ich muss einen Tag unter Wasser verbringen. Was? Ich wollte gerade protestieren, aber der Regisseur unterstützte Rick erneut. In mir selbst wollte ich schon vor Verzweiflung mich zusammenrollen, aber ich hatte keine Wahl. Mein Ruhm stand auf dem Spiel. Ein bisschen noch und dann kriege ich es hin. Welcher Ruhm? Also ging ich mitten in der Nacht zur Garage meiner Eltern. Meine Mutter sagte, wo sind die Eltern? Gute Frage, wo sind die Eltern? Warum lassen die ihre Tochter diesen Schrott mitmachen? Warte mal. Und ich brauchte jetzt wirklich Hilfe. 0 von 10 Ich habe lange die Kisten durchsucht, aber da waren nur Müll. Was ist mit den Eltern? Ich wollte schon bereits zusammenbrechen und lehnte mich gegen den Schrank. Die Tür öffnete sich. Und ich sah eine Sauerstoffflasche drin. Die Größe war passend. Ich konnte sie im Schwanz verstecken. Wenn nur genug Sauerstoff für den Tag reicht. Diese Sauerstoffflasche ist ungefähr so groß. Wisst ihr, wie groß Sauerstoffflaschen von Tauchern sind? Ein Schnuff größer. Die sind nämlich am Rücken. Wisst ihr, wie lange die halten? 2 Stunden. Nicht. Am Morgen zitterte ich vor Anspannung, tauchte aber ins Wasser und versuchte einen Sauerstoffflaschen. Warum? Okay, pass auf. Warum haben die Eltern eine Sauerstoffflasche in dieser Größe? Das ist eine Frage, die hat noch keiner gestellt. Auch unter dem Badeanzug zu strecken. Hey, du kannst das schaffen. Ein Tag unter Wasser? Das ist okay. Ich zeigte Tricks und hatte ein frohes Gesicht. Aber dann wurde ich an die Oberfläche gerufen. Ich konnte endlich ausatmen. Ich tauchte auf und er fragte nur spöttisch, sind die Meerjungfrauen etwa nicht hungrig oder so? Und er gab mir Algen. Der Regisseur stimmte ihm zu. Ich war eine Meerjungfrau und ich würde sie unter Wasser essen müssen, oder? Es war so schlimm. Wieso essen Meerjungfrauen Algen? Gleichzeitig ist das Common Knowledge, dass Meerjungfrauen Algen essen? Ist das ein Ding? Außerdem, wird sie nicht unter Wasser gefilmt? Sieht man da nicht die Sauerstoffflaschen? Und unter Wasser, durch meine Röhre, das funktioniert nicht. Alles wegen Rick. Mir blieb eine halbe Stunde zum Leben. Nein, alles deinetwegen. Weil der Sauerstoff einfach fast null war. Ich versuchte sehr langsam zu atmen. Aber der Regisseur bat mich um ein Salto im Wasser. Plötzlich hatte ich einen Kopfwirbeln und streifte die Röhre in meiner Hand. Oh nee. Du bist halt auch immer noch in einem Pool. Im Zweifelsfall, ja? Einfach Wasser hoch. Wieder. Also, wisst ihr, was ich meine? Atmen? Sauerstoff nicht. Oder habe ich die Röhre beschädigt? Junge, es war unmöglich, sich zurückzuziehen und das Ganze nachzuchecken. Ja, ich musste nur noch Pool, durchhalten, nur noch 7 Minuten. Ich hielt den Atem an, solange ich konnte. Und plötzlich war alles dunkel. Das Letzte, woran ich mich erinnerte, dass ich das einzig Schlimme an der Sache ist, dass wir faktisch wissen, dass du in deinen Pool gepinkelt hast mehrmals. Auf dem Boden des Pools sank und ohnmächtig wurde. Junge. Ich wachte im Krankenzimmer auf. Verdient. Ich kam lange zur Besinnung. Ich und dann saß mein Telefon auf meinem Nachttisch. Mit zitternden Händen öffnete ich die Show auf YouTube. Es war beängstigend, aber ich wollte wissen, was passiert ist. Alter. Ich dachte, ich würde gehasst werden, aber ich war überrascht. Die Kommentare waren alle positiv. Das Video wurde bereits von 6 Millionen Menschen gesehen. Und alle schrieben, dass sie sich nur Sorgen um mich machten und dass sie mich wegen meiner Tapferkeit so liebten. Es war egal. Was für eine Tapferkeit! Die Regisseure sollten verknackt werden, ja? Möchte nur mal anmerken, jeder weiß, dass es keine Meerjungfrauen im echten Leben gibt. Jeder weiß, was sie da tut. Jeder sieht das, ja? Jeder, der nicht komplett blind auf beiden Augen ist, sieht, was sie da tut. Es ist so gefährlich! Dass ich keine echte Meerjungfrau wäre. Es war wichtig, dass ich keine Angst hatte, mich selbst zu überwinden und diese zu werden. Tränen traten mir in den Augen auf. Also, ich konnte auch ohne Meerjungfrau-Schwanz interessant sein? An dieser Stelle rannten meine Eltern ins Zimmer. Ich so Ärger bekommen. Aber sie umarmten mich nur stattdessen. Schreit sie an. Mama küsste mich Gebt und sagte, sie kind hätte Hausarrest. Große Angst um mich gehabt und fragte, warum ich das Ganze erfunden habe. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Ich wollte nur, dass mich jemand braucht. Sie sahen jetzt, wie wichtig ihre Unterstützung für mich war. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, brachten mich meine Eltern zum Meer, damit ich mich ausruhen konnte. Jetzt hatte ich viele Follower und alle fragten, wann mein neues Leben endlich beginnen würde. Aber ich sagte, ich wäre noch nicht dazu bereit. Für mich ist es jetzt wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Später bekam ich einen Anruf von Rick. Er bedauerte, dass alles so gekommen ist. Er dachte nur an die Show und wollte nie, dass mir etwas Schlimmes passiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir auch klar, dass es dumm war, Rick zu verdächtigen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann verstehe ich das auch, okay? Das war's. Wenn ihr noch nicht abonniert habt,
tut es. Ja? Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Wie gesagt, schaut gerne beim Merch-Shop vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Und der Top-Kommentar ist in der Endcard. Macht's gut. Tschüssi.